Ich habe heute im Videocall Clemens Fritzen von leaseback.de. Hallo Herr Fritzen, was haben Sie dem deutschen Mittelstand mitgebracht? Ja, hallo, guten Tag, Herr Lehner. Ich habe für den Mittelstand folgendes Thema mitgebracht. Frische Liquidität. Wie komme ich im Rahmen der jetzigen Zeit sehr schnell und günstig an frische Liquidität als Produktionsunternehmen, und zwar über einen neuen Weg, den wir beschreiten, nämlich über die Hebung stiller Reserven aus dem Maschinenpark. Im Maschinenpark der deutschen produzierenden Unternehmen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff, aber auch Bau zum Beispiel, sind stille Reserven in Milliardenhöhe. Und diese stillen Reserven gilt es zu heben über ein relativ einfaches Produkt, das nennt sich Sale and Leaseback. Wir sind Spezialisten im Bereich von Bewertung von Investitionsgütern aller Art, schon über Jahrzehnte im Rahmen unserer Aktivitäten der Bewertung und Vermarktung, und haben dieses Know-how jetzt noch ergänzt, um die Frage der Liquiditätsbeschaffung zu erweitern. Die Unternehmen haben nicht nur durch Corona, aber auch durch gehobene Anforderungen seitens der Banken immer mehr die Herausforderung, wie komme ich alternativ zu Liquidität, für eine Frage der Digitalisierung, eine Frage für Ersatzinvestitionen, eine Frage für Innovationen, wenn die Bank vielleicht mal nicht mitspielt oder auch nicht so schnell mitspielen kann. Lassen Sie uns doch einfach mal kurz auf Ihre Internetseite gemeinsam gehen. Sie haben dort auch ein Erklärvideo. Ich würde es einfach mal kurz anspielen. Ist das okay? Ja, gerne. Da ist in Kürze der Zeit versucht zu erklären, wie ein Unternehmer über seine Maschine tatsächlich dann auch zu der Liquidität kommt. Danke für das Angebot und spielen Sie es doch mal ein. Schauen wir es uns einfach kurz an. Sie sind Unternehmer? Sie benötigen schnell zusätzliche Liquidität und Ihre Hausbank hilft Ihnen gegebenenfalls nicht weiter. Gleichzeitig steht Ihre Produktionshalle voller wertvoller Maschinen und Anlagen. Wir heben für Sie die stillen Reserven Ihrer Maschinen und Sie erhalten frische Liquidität. Willkommen bei der NetBit Leaseback, der ersten digitalen Plattform für Sale und Leaseback von gebrauchten Produktionsmaschinen. Auf leaseback.de einfach 5 Kriterien eingeben und in Echtzeit die Bewertung Ihrer Maschine erhalten. Im Anschluss der Bewertung: Erstens erwerben wir bei einer Sale- und Leaseback-Finanzierung das Eigentum der Maschine. Zweitens erhält Ihr Unternehmen Liquidität. Drittens, Sie zahlen eine monatliche Leasingrate und dabei nutzen Sie die Maschine ohne Unterbrechung Ihrer Produktion weiter. Am Ende von der 48-monatigen Vertragslaufzeit geht das Eigentum der Maschine wieder auf Sie über. Leaseback.de – ein starker Partner für den Mittelstand und Ihr Spezialist für Maschinenbewertung und Leasing. Ja, wie gesagt, zu finden auf leaseback.de. Ich komme wieder zurück zu Ihnen, lieber Herr Fritzen. Das heißt, wenn ich das doch richtig verstanden habe, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer können einfach erstmal digital bei Ihnen vorbeischauen, indem sie auf die Seite leaseback.de gehen. Ja, das ist richtig. Also die Voraussetzung ist, sind Maschinen, die ein Alter haben von, sagen wir mal, 5 bis maximal 10 bis 12 Jahren. Und mit diesen Maschinen, mit den gängigen Produktionsmaschinen, bekommen Sie auf unserer Seite digital über unsere App eine kostenlose Bewertung, die letztendlich dann Basis ist, um eine Transaktion durchzuführen. Wichtig dabei ist es, dass die Maschinen natürlich noch funktionsfähig sind, dass die Maschinen letztendlich frei von Rechten Dritter sind oder werden und dass es vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Einzweckmaschinen sind. Wichtig ist, dass eine Maschine einen Sekundärmarkt hat, um dann von unserer Seite her auch entsprechend bewertet werden zu können.
Und wenn die Maschine von uns bewertet ist, würden Sie dann im Anschluss ein Finanzierungsangebot bekommen. Und anhand dieses Finanzierungsangebotes würden wir dann über die Sale-and-Leaseback-Transaktion oder auch eine Sale-and-Rentback-Transaktion dann innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, und das ist einer der, ich möchte mal sagen, ganz wesentlichen Faktoren. Ich spreche davon, wenn es schnell geht, 10, 14, 18 Tagen, die Liquidität zur Verfügung, die aufgrund unserer Bewertung letztendlich dann auch dieser Transaktion entsprechen kann. Wichtig zu verstehen ist, dass die Nutzung dieser Liquidität völlig frei ist. Sie müssen davon keine neue Maschine kaufen oder keine weitere Maschine kaufen, sondern die Verwendung, denn es gibt keinen gebundenen Verwendungszweck für die Liquidität, die entsprechend generiert wird. Das ist für viele Unternehmen eine ganz wichtige Botschaft, und ich meine, es ist auch ganz wichtig, das ist da einer Ihrer Skills auch, neben der Kernkompetenz der Fachlichen, dass Sie einfach in diesem relativ kurzen Zeitfenster entscheiden und auch handeln können. Lieber Herr Fritzen, diese Videos dienen dazu, Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenzuführen. Sie sollen animieren zur Kontaktaufnahme. Ich würde gerne unter das YouTube-Video in den Bemerkungskasten Ihre geschäftlichen Kontaktdaten einstellen. Und vor allem Ihre Telefonnummer, ist das in Ordnung? Darf ich das? Ja, sehr herzlich gern, Herr Lehner. Es ist wichtig, wir sind zwar ein digitales Unternehmen, wir schimpfen uns Fintech, aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir ein persönliches Geschäft haben. Die Produktionsmaschinen sollen an eine Leasinggesellschaft im hohen Norden verkauft werden, um sie zurückzuleasen. Die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben in unserer noch jungen Vergangenheit, ist, dass der persönliche Kontakt immer gesucht wird und auch gerne angeboten wird. Auf unserer Seite haben Sie die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren. Sie haben die Möglichkeit, zurückgerufen zu werden. Sie haben die Möglichkeit, über E-Mail zu korrespondieren. Und meine Telefonnummer ist selbstverständlich auch herzlich gerne zu nutzen, um die erste Frage zu fragen, um eine Antwort zu bekommen, meine Stimme zu hören und um den Kontakt aufzubauen. Denn am Ende des Tages von Unternehmen zu Unternehmen muss eine Beziehung aufgebaut werden, denn wir sind nicht darauf aus, ein einmaliges Geschäft abzuschließen, sondern Kundenverbindung aufzubauen. Und da zählt nun mal nach wie vor noch der persönliche Kontakt, so digital wie auch alle sind. Und genau darum geht's. So darf ich an der Stelle auch den Aufruf tätigen. Bitte setzen Sie sich mit Herrn Fritzen in Verbindung. Gehen Sie auch auf die Seite. Testen Sie einfach auch mal das Prozedere. Und vergessen Sie mich bitte nicht, indem Sie das Video liken und meinen YouTube-Kanal fleißig abonnieren. Das war's schon wieder. Ihnen noch einen guten Tag, Herr Fritzen, und bis zum nächsten Mal. Danke und Ihnen auch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.